Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV mit rund um den DAX herum, und der zeigt sich heute mehr als ausgesprochen positiv mit deutlich über 3%. Aktuell schon ja fast Richtung 4% unterwegs. Und Sie sehen hier im Stunden-Chart-Intervall, den ich gerade mal ein Stück weit größer mache, die Explosion. Sie sehen, es handelt sich hier natürlich um Griechenland. Das sind newsbedingte Ausschläge. Nach wie vor eben hier die Hoffnung darauf für die europäische Zone mehr oder weniger. Das ist immer Ansichtssache, ob es positiv oder negativ eben ist, ob Griechenland jetzt eben aussteigt oder drin bleibt. Deutet sich an, dass Griechenland hier wieder darauf zusteuert, auf eine Einigung. Das beflügelt die Märkte derzeit, kann sich aber auch alles wieder schlagartig ändern. Wir haben es zuletzt immer wieder gesehen, dass die Nachrichten auch schnell bereit waren, wieder zu kippen. Und das ist natürlich eine Situation, die nicht nur heute, sondern auch wahrscheinlich im Laufe der Woche hier immer wieder für starke Ausschläge und auch teilweise unkalkulierbare Bewegungen herhalten könnte. Nach dem heutigen Aufstieg im Sinne dessen, wir sehen hier die 24-Stunden-Indikation von JFD, und ich hole mal gerade den MetaTrader noch dazu im Vergleich Xetra DAX und JFD-Indikation. Wir haben hier links die JFD-Indikation, die eben hier fortlaufend die Preisfeststellung auch im außerbörslichen Handel sozusagen definiert, und wir haben hier die Indikation vom Xetra DAX, also hier sprich der Handel im Xetra-System. Und da sehen wir, dass wir hier entsprechend des Abgaps, und hier sehen wir die große Lücke im Vergleich zum Schlusspreis Freitag. Freitag ging es ja dann ab dem frühen Nachmittag, späten Mittag, dann hier konstruktiv nach unten, und der DAX erfüllte, und das ist ganz interessant zu sehen, hier ist eine Wochenstatistik im Sinne eines schwachen Freitags. Und das möchte ich kurz noch erwähnen. Der DAX hier am Freitag statistisch mit nur 37% positiver Schlusspreise. Wir haben es kaum geschafft, hier deutlich über 40 anzuziehen. Der Freitag also nach wie vor immer wieder ein schwacher Tag, auch letzten Freitag mit minus 0,54%. Donnerstag hingegen ganz klar eine starke Nummer. Was interessant ist, der Dienstag ist mitsamt dem Freitag der einzigste Tag, wo wir hier ein Stück weit unter 50% positiver Schlusspreise notieren. Insofern könnte es morgen nach dem heutigen Start hier durchaus zu einer Konsolidierung kommen. Hier auch die Saisonalität zum DAX, die zeigt mit Blick auf die kommenden Tage bis Anfang Juli grundsätzlich nach unten. Also hier schwächere Preise während der kommenden Handelstage hier im letzten Juni. Intervall sozusagen. Also Juni ja bald schon wieder vorbei. Sommeranfang hatten wir jetzt am Wochenende, und das dürfte dann hier natürlich frohlockend in den Juli reinführen, aber das eben hier mit schwächerer Tendenz beim DAX. Das ist ganz interessant, wie ich finde. Letztlich wollen wir mal hier auf die Indikation von JFD schauen und eben hier der durchschnittlichen Range DAX hier 2200, nochmal 224 Punkte. So rum ist die durchschnittliche Range während der letzten 14 Tage. Wir sehen, wir sind hier schon deutlich ausgebrochen mit hier dem eigentlichen ATR Average True Range High 11.327. Wir sind aktuell hier bei schon fast 11.400 Punkten, und das zeigt eindeutig, dass wir hier schon deutlich überhitzt sind. Neben dem Upgap, was wir hier sehen, beim DAX ist es natürlich so, dass wir hier jetzt ein Stück weit schauen müssen. Hier ist nochmal die Xetra-Indikation. Bei JFD können Sie den Xetra-DAX handeln und den indikativen DAX als solchen. Letztlich sehen wir hier das Gap, und das könnte durchaus am morgigen Tag rein statistisch, rein saisonal auch wieder geschlossen werden. Es sei denn eben, es hypt sich hier noch ein Stück weit hoch und die Marktteilnehmer taumeln in weiterer Freude, dann muss man sich darauf einstellen, und da schauen wir jetzt hier direkt nochmal auf die klassische Charttechnik, dass der DAX hier nochmal 100 Punkte drauflegt und hier die Widerstandszone um 11.500 Punkten anvisiert. Das ist auch nach Pivotpunkten der Resistance Point 2, also der Widerstandsbereich 2 hier 11.521, und das ist ein sehr, sehr interessantes Ziel, was der DAX hier kurzfristig noch ansteuern könnte. Allerdings wäre ein Pullback hier in dem Bereich dieser Unterstützungszone, und die ist sehr, sehr markant und auch wurde schon mehrfach definiert. Das können wir hier durch diese grüne Pfeil-Symbolik mal ein Stück weit unterstreichen. Also aus Widerstand, also besser gesagt, aus Unterstützung wurde Widerstand. Und aus Widerstand nunmehr wieder Unterstützung. Und genau dieses Level ist es praktisch, welches man hier im Auge haben sollte, wenn denn der DAX doch aus welchen Gründen auch immer jetzt hier seine direkte Rallye nicht fortsetzt. Dann muss man davon ausgehen, dass der Markt hier auch durchaus nochmal ein Stück weit Schwäche zeigen könnte.
Und wenn es dazu kommt, dann wäre hier das Niveau von 11.223 ein hervorragendes Mittel, um auf erste Long-Positionen zu hoffen, zu spekulieren, hier darauf zu warten, ob es eine Erholung gibt, eine Umkehrbewegung. Auf jeden Fall hätte der DAX in diesem Bereich gute Chancen, wieder nach oben aufzudrehen. Das muss man ganz klar sehen. Und wenn wir hier auch eine Aufwärtstrendlinie seit dem Laufen, nicht dem Wochentief, aber dem Tief zum Ende der letzten Woche ziehen, dann haben wir hier einen sehr schönen Kreuzunterstützungsbereich, der sich hier durchaus als interessante Kaufzone darstellen könnte. Mit Blick auf den MetaTrader 4, da sind wir nochmal, haben wir hier auch unterhalb von 11.230 hier diese Zone, 11.160, das Vormonatstief, ganz interessant. Und das ist natürlich ein Niveau, auf das man achten sollte. Hingegen hier natürlich bei 11.095 Punkten das Gap wartet, beziehungsweise 11.080 Punkten hier in diesem Bereich, das heißt das Gap Close, das muss nicht geschlossen werden. Ja, Kurslücken haben auch die Eigenschaft, natürlich Monate, Jahre offen bleiben zu können. Aber wenn es hier noch doch noch eine, ja, wie auch immer geartete Gegenbewegung gibt, dann darauf achten, was hier im Bereich 11.250-11.230 passiert. Ansonsten Etage tiefer, 11.160 vor Monatstief im Kalkül halten. Oder aber es kommt dann sogar zum Gap Close, was den DAX dann letztlich hier ja, sicherlich relativ tief führen dürfte. Dann eben auch die Gefahr, dass sich hier der ganze Ausbruch wieder relativ schnell verpulverisiert. Interessant ist jedoch auch noch der Blick auf den Tagesschart zum Xetra DAX. Und da sehen wir hier diese Monsterkerze zum heutigen Auftakt und wir sind wieder in dieser Widerstandszone, 11.350, 11.400. Da gab es hier am 11.6. und Schrägstrich mit der Bestätigungskerze 12.6. eine Bestätigung. Und genau dieses Level ist es jetzt, wo wir notieren. Wir hatten hier schon mit dieser Hammerkerze, Sie können sich wahrscheinlich oder hoffentlich an das Video der vergangenen Woche erinnern, die Hammerkerze hier zunächst am Folgetag ein Stück weit relativiert, dann nochmal mit dem Tagestief vom 18.6. durchaus fast schon ausgefedert, aber es kam hier gerade im Xetra DAX mit dem Low 11.804,50 nicht zu einem neuen Tiefstand. Das muss man mal vergleichen. Und insofern die Kerzen hier, und das war die Tendenz der Annahme, dass wir hier kurzfristige Erholungsimpulse sehen, die eben jetzt hier bis in den Bereich 11.400 Punkten reichen könnten. Tatsache auch, ein kleines Überschießen in Richtung 11.500 Punkte wurde auch einkalkuliert, sehen Sie hier am Pfeil. Und von diesem Level ausgehend ist es jetzt theoretisch möglich, im Sinne dieses großen Abwärtstrendkanals, dass der DAX hier wieder nach unten kippt. Ja. Das Ganze wäre nur bullisch zu sehen, wenn wir hier rausziehen aus diesem Abwärtstrendkanal, also deutlich über 11.525 Punkte gehen. Dann wäre meines Erachtens die Chance hoch, dass wir dann auch weiter raufziehen zum nächsten Widerstandsbereich 11.685. Allerdings muss eben die Stärke, und wir sind hier, Sie sehen die heutige Kerze schon von der Range eben am Limit, wir sind schon überschossen, muss man eben hier abwarten, ob der Markt die Kraft hat, hier tatsächlich, das ist die 24-Stunden-Indikation von JFD Broker, sehe ich gerade, deswegen die große Kerze. Ist aber auch kein Unterschied. Wir haben hier letztlich die Tatsache, dass der Markt hier die Chance hat, trotz dieser großen Range, die ja eben jetzt schon ausgeschöpft ist, hier auch noch weiter nach oben zu ziehen. Und hier kommt es eben darauf an, was der Markt dann macht. Ich will es nicht ausschließen, dass es hier oben wieder im Sinne der schwachen Wochentagsstatistik von morgen, inklusive der Saisonalität, hier wieder zurücksetzern kommen kann, weil im Prinzip ist hier das Erholungspotenzial der Hammerkerze mit Test dieser Abwärtstrendlinie des Kanals eigentlich erstmal ausgeschöpft und hier könnte der DAX dann nochmal zurücksetzen und hier gilt es dann, die Situation in den nächsten Tagen weiter zu bewerten. Zieht der DAX natürlich über 11.525 Punkte raus bei Tagesschluss, vielleicht heute oder dann eben auch morgen mit einer nochmals bullischen Kerze, dann darf man davon ausgehen, dass die Rallye im DAX hier noch nicht beendet scheint. Das wird auf jeden Fall spannend. Den DAX deswegen hier zwingend im Auge behalten. Ich zeige Ihnen hier nochmal die Wochentagsstatistik und auch die Saisonalität, die hier vor uns steht. Und insofern, die Woche bleibt spannend, aber sicherlich auch News getrieben. Insofern passen Sie auf, bleiben Sie wachsam. Hier muss man immer auch mit einem Stück weit risikoarmut agieren. Insofern empfiehlt es sich vielleicht auch hier nicht unbedingt mit der üblichen vollen Position Size anzugreifen. Das als Tipp am Rande. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen erfolgreichen Handelstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Bleiben Sie informiert auf unserem Desktop und bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Handelstag. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer.